Ich habe ja schon immer gerne das gemacht, was man eigentlich nicht machen soll. Deshalb bin ich dann am Theater gelandet. Und früher als Kind, da habe ich ungefähr so ausgesehen. Und einmal, da war wieder Weihnachten. Und ich habe das nicht ausgehalten. Ich habe dann vorher schon im Dezember das Schlafzimmer von meinen Eltern untersucht und habe alle Geschenke gesucht, die für mich waren. Und ich habe auch alle gefunden. Und dann kam der 24. und die Bescherung. Und da habe ich alle Geschenke bekommen. Bis auf eins. Da war ich ganz traurig. Weil ich war doch ein Einzelkind und wusste, das kann nur für mich sein. Und da hat meine Mutter nach der Bescherung gesagt, eigentlich habe ich noch ein Geschenk für dich. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich es versteckt habe. Und da habe ich gesagt, Mama, unterm Trittbrett von der Nähmaschine. Und da hat sie gesagt, ja! Und dann war sie traurig. Und hat gesagt, du hast vorher schon alles gesucht und gefunden, stimmt's? Da habe ich gesagt, ja, Mama, ich hab's nicht ausgehalten. Aber das Geschenk habe ich dann trotzdem bekommen. Tja, muss man sich entscheiden. Sucht man vorher schon alles und weiß dann, was man geschenkt bekommt? Oder man lässt sich überraschen? Hat beides was. Tschüss.